Richard David Precht hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Es ist ein sehr gut zu lesendes Buch. Das Spannende ist, dass er in weiten Teilen nicht über künstliche Intelligenz schreibt. Es geht vielmehr darum, wie das Silicon Valley, also wie die Forscher dort künstliche Intelligenz sehen und wie sie diese visionieren. Es geht also nicht um künstliche Intelligenz, sondern es geht um die Perspektive auf künstliche Intelligenz. Und hier unterscheidet er zunächst zwischen dem Posthumanisten und dem Transhumanisten. Was ist darunter zu verstehen? Posthumanisten gehen davon aus, dass die künstliche Intelligenz irgendwann einmal so intelligent wird, dass sie die Menschheit überkommen wird. Transhumanisten gehen davon aus, dass Technik, KI und Mensch irgendwann einmal verschmelzen werden. Das heißt, wir werden wie Cyborgs einmal herumlaufen und die KI wird uns dabei unterstützen, beziehungsweise werden wir in einem Wechselspiel zueinander einfach stehen. Dies sind die beiden Visionen, die Precht im Silicon Valley festmachen möchte. Was er sehr daran bemängelt ist, dass er sieht, dass die großen Herausforderungen, und er nennt hier als größte Herausforderung die Umweltzerstörung und den Klimawandel, dass diese Herausforderungen eigentlich nicht angegangen werden, sondern es wird quasi weitergemacht wie bisher. Posthumanisten gehen also davon aus, dass irgendwann einmal die KI so intelligent wird, dass sie intelligenter wird als die Menschheit und dann die Menschheit entweder nicht mehr interessant ist oder dass sie die Menschheit sogar vernichten könnte. Stichwort Singularität. Mit Singularität ist der Punkt gemeint, wo eben die Maschinen sich selber schneller weiterentwickeln, als der Mensch das kann. Hier haben wir natürlich die große Gefahr, dass wir irgendwann einmal nicht mehr notwendig sind oder dass die Maschinen uns tatsächlich als Gefahr sehen und uns angreifen und dadurch, dass sie intelligenter sind, uns auch irgendwann einmal vernichten könnten. Dies ist eine Gefahr, die natürlich sehr stark aus Hollywood-Filmen kommt, wie zum Beispiel Terminator, wie zum Beispiel Matrix oder wie im Film Ex Machina. Precht argumentiert hier, und ich finde dieses Argument an sich gar nicht schlecht, dass es nicht gegeben ist, dass eine Superintelligenz sich ähnlich wie der Mensch verhalten würde. Weil, was ist an der Zerstörung des eigenen Lebensraumes denn so intelligent? Was ist an dem Glauben an immerwährendes Wachstum so intelligent? Was ist am Erobern an immer neuen Lebensraumen intelligent? Müsste nicht, so Precht, eine Hyperintelligenz das irgendwie checken? Warum müsste sich eine Hyperintelligenz ausbreiten? Wenn sie so intelligent wäre, dann würde sie ja die Grenzen des eigenen Wachstums erkennen und dementsprechend auch handeln. Damit entkräftet er ein wenig die Gefahr, die potenzielle, die von der KI ausgeht. Ein gutes Argument, würde ich mal sagen. Sehr spannend an seinem Buch finde ich, dass er dadurch, dass er die KI behandelt, herausfindet, was der Mensch eigentlich ist. Die Frage über die KI lässt uns eigentlich darüber nachdenken, okay, was macht uns eigentlich als Menschen aus im Gegensatz zu künstlicher Intelligenz? All die Dinge, die normalerweise bemängelt werden an Menschen, Irrationalität, undurchdachtes, impulsives Verhalten, Gefühle und so weiter, all diese Dinge werden normalerweise bemängelt. Allerdings, sagt Precht, sind das ja Dinge, die uns exakt ausmachen und die in vielerlei Hinsicht auch etwas Positives haben. Und das ist etwas, das vermutlich eine künstliche Intelligenz nicht so schnell nachvollziehen können wird. Und besonders spannend wird diese Frage im Hinblick auf die Ethik. Und da, finde ich, wird das Buch besonders gut. Weil hier, sagt Precht, wird es komplizierter, als uns so mancher Ethikrat glauben machen möchte. Ethik und Moral sind immer eingewoben in soziale Gefüge. Ethik und Moral sind immer von persönlichen Gefühlen abhängig. Ethik und Moral sind oft sehr subjektiv. Wenn du im Gegenteil versuchst, eine Ethik zu programmieren, also Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, dann machst du eigentlich etwas sehr Unmenschliches. Beispiel Straßenverkehr, selbstfahrende Autos. Hier wird ja gerade groß diskutiert, was soll passieren, wenn auf der einen Seite 10 Menschen stehen und links eine alte Frau? Soll die alte Frau überfahren werden oder soll die in die Menschenmenge gefahren werden? Ich meine, allein die Frage ist ja eigentlich komisch, weil wie wäre es einfach mit Bremsen und in keinen reinfahren? Aber hier sagt er, in der Realität ist es ja so, dass wir hier keine unbedingt moralische Frage beantworten. Wir treffen hier keine moralischen Entscheidungen, sondern wir handeln reflexartig.
Um eine moralische Entscheidung treffen zu können, müssen wir kurz nachdenken können. Während bei Autounfällen das meistens so schnell geht, dass wir einfach reflexartig handeln. Und vermutlich würde jeder dem zustimmen, dass jemand, der reflexartig handelt und einen Unfall dadurch baut, dieser Person kann man eher vergeben, als jemand, der knallhart rational nachgedacht hat und sich gedacht hat, nein, die alte Frau opfer ich, anstatt in die Menschenmenge zu fahren. Das heißt, dieses utilitaristische Denken, dieses Aufwiegen von Menschenleben, das ist ein gefährliches Denken laut Brecht. Dementsprechend ist es auch gefährlich, hier über Programmierung von KI zu diskutieren. Nein, Moral kann nicht einprogrammiert werden, sagt Brecht. Er stellt sich also, was KI betrifft, auf die Seite beispielsweise des deutschen Grundgesetzes, dass er über die Würde des Einzelnen spricht. Wir können ja abstrakt sagen, wir wollen nicht, dass Maschinen oder KIs das und das tun. Aber wenn es um die Einzelperson, wenn es um deine Mutter, deinen Vater geht, dann werden dir abstrakte moralische Vorstellungen ziemlich egal sein. Brecht stellt sich hier also gegen einen Utilitarismus, stellt sich sehr auf die Seite des Individualismus, auf die Seite von Autonomie, von persönlichen Rechten, von Individualität und sagt, die Gefahr, in die wir laufen, ist, dass wir nur utilitaristisch denken, dass wir versuchen, die abstrakte Menschheit zu optimieren und dabei der Mensch tatsächlich auf der Strecke bleibt. Dies alles ist eine interessante Position, die Brecht hier selber einnimmt, weil das Spannende ist, dass sich diese Kritik ja sehr stark gegen die großen amerikanischen Konzerne richtet. Und hier ist ein kleiner Seitenhieb, glaube ich, angebracht, wenn es zum Beispiel um den Staat geht, wenn es insbesondere um den deutschen Staat geht und hier um Regelungen, die gegen das Individuum gehen, hier nimmt Brecht ja oft eine gegenteilige Meinung ein. Dies noch am Rande, hier ist natürlich spannend, sich anzusehen, warum Brecht das tut. Aber zurück zum Buch. Ich finde, am besten wird das Buch erst gegen Ende hin im letzten Kapitel, das heißt im Weltraum. Weil hier nimmt Brecht eine Position ein, die ich persönlich auch unterstützen würde. Wir zerstören unseren Planeten, wir zerstören unsere Lebensgrundlage. Wir versuchen immer weiter zu expandieren, jetzt auch schon auf den Mars. Aber hier zitiert er zum Beispiel Reinhold Messner, der gesagt haben soll, auf den Gipfeln der höchsten Berge liegt nur Schutt. Und ähnlich ist es ja auf dem Mars. Das heißt, was Brecht hier sagt, ist, was wir brauchen, ist nicht eine KI, die gesteuert wird von kapitalistischen Konzernen, die dasselbe macht wie bisher, nämlich Expansion, nämlich Zerstörung von Lebensraum, nämlich immer größerer Energieaufwand. Nein, sondern was es braucht, ist ein Bewusstseinswandel. Das heißt, es sollte beim Einsatz von KI auch nicht um die Optimierung von Glück zum Beispiel gehen, sagt er, sondern es geht eben darum, einen Sinn zu finden. Es geht darum, dass wir ein selbstbestimmtes Leben führen können. Ja, die KI kann uns unterstützen. Es spricht nichts gegen selbstfahrende Autos, aber es spricht viel dagegen, alle unsere Bewegungstaten aufzuzeichnen. Es spricht viel dagegen, Profile von jedem Menschen durch die KI anfertigen zu lassen und analysieren zu lassen. Es spricht viel dagegen, sämtliche Daten über sämtliche Menschen zu sammeln und dann diese Daten von der KI auszuwerten und zu verwerten. Es geht also darum, die neuen Fragen, die neue Situation, in der wir uns befinden, nämlich in der Zerstörung unseres Planeten, es geht darum, auf diese neuen Fragen neue Antworten zu finden und nicht immer dasselbe zu tun. Es sollte also nicht darum gehen, dass wir die Menschheit als Ganze optimieren. Es sollte nicht darum gehen, dass wir die Menschheit überhaupt abschaffen und durch die KI ersetzen. Es sollte vielmehr um das Individuum gehen. Es sollte darum gehen, dass wir uns entfalten können. Es sollte um die Menschenwürde gehen. Es sollte darum gehen, dass jeder Einzelne von uns ein sinnerfülltes Leben führen kann.